Einmal würde ich mir gerne das geheime Vermögen, ist ein etwas älteres Video, wir fangen glaube ich an, ja pass auf, wir fangen hiermit an. Das geheime Vermögen von Bibis Beauty Palace, da will ich auf jeden Fall tatsächlich gerne mal reinschauen. Das machen wir auf jeden Fall mal. Da gucken wir mal rein. Bin mal gespannt, wie viel Geld hat Bibi wirklich. Das interessiert mich doch jetzt an der Stelle überhaupt nicht, aber ja, wir brauchen die Views, natürlich, klar. Bibis Beauty Palace es auf YouTube geschafft hat und daher inzwischen sehr wohlhabend ist, war wohl den meisten klar. Als Bibi vor einigen Wochen allerdings ihre Haustour durch ihre gigantische Luxusvilla mit gefühlt 3000 Einbauschränken veröffentlichte, staunten viele nicht schlecht. Das war die Reaktion. So haben sie alle reagiert. Spätestens seitdem haben auch wir bei Wissenswert uns gefragt, wie vermögend Bibi wirklich ist. Denn eins scheint ziemlich deutlich. Die Einkommen der meisten anderen deutschen YouTuber sind nichts im Vergleich zu dem Reichtum, den Bibi und Julian bereits erarbeitet haben. Daher wollen wir ja, Bilou, Digga. In diesem Video das geheime Vermögen von Bibis diese Beauty Animationen, Palace Alter, diese Dazu Animationen. Gehen wir auf ihre Immobilien und ihr sonstiges Vermögen ein, betrachten ihre Einkommensquellen, auch die, die kaum einer kennt. Ich sage euch eins, der Typ ist entweder komplett drüber oder komplett drunter. Das sage ich euch. Und werden euch am Ende eine möglichst genaue Schätzung ihres Reichtums geben. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach und by the way, Leute, schaut unbedingt mal auf unserem Insta-Account vorbei. Dort haben wir seit neuestem nämlich wieder genialen Content für euch. Aber jetzt zurück zum Video. Um uns einen genauen Überblick über Bibis Vermögen zu schaffen, werden wir nun nacheinander all ihre Einkommensquellen durchgehen und schätzen, wie viel Geld sie damit bisher verdienen konnte. Ja, am Schluss werden wir dann aber natürlich auch noch auf andere Vermögenswerte eingehen, die die knapp 6 Millionen Abonnenten schwere YouTuberin im Laufe der Zeit aufbauen konnte. Okay. Fangen wir nun also mit Bibis erster und wahrscheinlich wichtigster Einnahmequelle. Ja, weiß ich nicht mal. YouTube-Kanal. Ich glaube, Bilou ist da krasser. Da Bibis Kanal in der Beauty-Nische ist, sie auf den meisten ihrer Videos mehrere Werbungen schaltet und auch schon vor der sogenannten Adpocalypse auf YouTube erfolgreich war, kann man davon ausgehen, dass sie seit Beginn ihr Bibi damals schon Cubenlink gerockt, Alter. What the fuck? Das war 2007. YouTube Bibi einfach Modezar. Karriere durchschnittlich ca. 2 bis 3 Euro pro 1000 Klicks verdient hat. Ja, bei 2,6 Milliarden Views, die Bibi auf all ihren Videos inzwischen erzielen konnte, sind das insgesamt also zwischen 5,2 und 7,8 Millionen Euro brutto, die Bibi bisher mit YouTube-Werbeeinnahmen verdient hat. Kommen wir nach den reinen YouTube-Einnahmen nun zu einer weiteren. Habe ich mehr Views als Bibi? Wie viel hat sie? Euro brutto, die 2,6 Milliarden Views. Wo sieht man das nochmal? Habe ich mehr Views als Bibi? Videos? Kanalinfo? Nee. Bibi hat mehr Views als ich. Scheiße. Paluten hat mehr Views als Bibi. Ja, ja, das ist klar. Das heißt, Paluten ist reicher. Die Bibi bisher mit YouTube-Werbeeinnahmen verdient hat. Okay. Kommen wir nach den reinen YouTube-Einnahmen nun zu einer weiteren enorm wichtigen Einnahmequelle für Bibi. Noch viel lukrativer als YouTube-Werbung sind für Bibi nämlich Product Placements, die die Influencerin nicht nur gut in ihren YouTube-Videos platzieren kann, sondern beispielsweise auch auf Instagram. Denn dort hat sie mit 7,5 Millionen Followern sogar eine noch größere Reichweite als auf YouTube. Das ist wirklich was diese Reichweite insane, für Unternehmen, dieser Instagram-Kanal dort platziert haben verrückt, wollen, das ist kostet, verrückt viel. Lässt sich natürlich nur annähernd berechnen. Dazu werden die durchschnittlichen Views der letzten 5 Videos, das sind bei Bibi knapp 1 Million, mit dem sogenannten TKP, dem Tausender Kontaktpreis multipliziert. Das ist die Summe, die Unternehmen pro 1000 Aufrufe an die Influencerin bezahlen. Nicht ganz richtig, es gibt da eine Grenze. Also es ist ja nicht so, dass man bis nach oben hin da offen ist. Ne? Also die Unternehmen zahlen nicht für 1 Million Views, das ist so. Also es gibt da irgendwo eine Grenze. Zahlen müssen. Da Bibi eine extrem hohe Reichweite hat, ist es nicht unwahrscheinlich, dass ihr TKP jenseits der 100 Euro liegt. Mhm. Das ergibt eine Summe von mindestens 100.000 Euro für eine einzige Produktplatzierung. Das kommt wahrscheinlich doch hin, ja. Selbst bei nur 10 bis 15 Produktplatzierungen in einem Jahr sind das schon 1 bis 1,5 Millionen Euro pro Jahr. Das könnte wirklich hinkommen. Eine Summe, die zwar unfassbar hoch scheint, aber gar nicht so unrealistisch ist. Denn schaut man sich ihre bisherigen Kooperationspartner an, stößt man auf weltweit bekannte Unternehmen wie Always Ultra, Gameloft oder Neckermann. Über die letzten Jahre hinweg kann man also davon ausgehen, dass sie alleine mit Produktplatzierungen zwischen 4 und 7,5 Millionen Euro im Verlauf ihrer Karriere verdient hat.
Gut, rechnen wir es runter, netto vielleicht 5 Mio jetzt, ne? Kommen wir nun zu ihrer wahrscheinlich zweitwichtigsten Einnahmequelle. Denn anstatt immer nur für die Produkte anderer Firmen zu werben, verstand sich die YouTuberin in den letzten Jahren mehr und mehr darauf, sich selbst als beliebte Marke zu verkaufen. Am bekanntesten dürfte wohl ihre Marke Bilou sein. Das ist insane. Diese ging 2015 ich bin mal gespannt, was er jetzt sagt, was sie pro Bilou-Dose macht. ...an den Markt. Heutzutage vertreibt die Unternehmerin mit Bilou-Parfüms, Body-Sprays, Badesalzen und Lippenölen. Die Badesalze kann man rauchen, oder? Eine ganze Produktreihe mit großem Erfolg. Ihre Beauty-Linie, die sogar mehrfach ausgezeichnet worden ist, führt bei Neuerscheinungen regelmäßig zu großen Anstürmen auf die Drogeriemärkte. Bereits 2015 machte das Unternehmen somit 1,3 Millionen Euro Umsatz. Ja, im Jahr krass. Darauf waren es schon 12,7 Millionen Euro. Digga. 2017 und 2018 pendelte sich der Umsatz dann zwischen 5 und 6 Millionen Euro ein. Da Umsatz aber nicht gleich Gewinn ist, schauen wir uns das sehr erfolgreiche Jahr 2016 mal... Der hat sich echt die Bilanzen gezogen, das finde ich krass. ...etwas genauer an. 4,6 Millionen Euro benötigte das Unternehmen, um fällige Schulden zu begleichen. Weitere 3,1 Millionen Euro wurden für Steuern und künftige Ausgaben zurückgelegt. Mhm. Trotzdem schaffte das Unternehmen einen satten Gewinn von 4,8 Millionen Euro. Da Bibi und Julian mit insgesamt 43% an der Firma beteiligt sind, bedeutet das für die beiden einen Gewinn von etwas mehr als 2 Millionen Euro alleine für... Ich sag's immer wieder, wir werden doch alle gern Julienko. Ich sag's immer wieder. Für das Jahr 2016. Geht man für die darauffolgenden Jahre von ähnlichen Gewinnspannen aus, wären das 2017 860.000 Euro und 2018 über 1 Million Euro. Das ist tatsächlich, also ich muss sagen, ich bin beeindruckt von Wissenswert. Das ist wirklich sehr gut recherchiert. Plus natürlich eventuelle Gehälter, wenn sie sich noch selber in der Firma angestellt haben, ne? Binnen für Bibi und Julian. Nur weil die Gesellschafter sind, haben sie das nicht gleich rausgeholt. Nee, das ist nicht so. Das stimmt schon. Es ist jetzt sehr plain gerechnet, aber es ist trotzdem von der Recherche her gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist ja nicht gesagt, dass der Gewinn, man macht ja nochmal Gewinnrücklage nebst normalen Rücklagen und Steuerrücklagen. 2019 kam außerdem ihr Parfüm auf den Markt, was nochmal für einen Gewinnanstieg sorgte, sodass man für das Jahr 2019 mit einem Gewinn von 1 bis 1,5 Millionen Euro rechnen kann. Seit Launch von Bilou dürfte die Influencerin inzwischen also ca. 5 bis 5,5 Millionen Euro Gewinn nur mit ihrer Produktlinie erzielt haben. Persönlich würde ich sagen, kommt das tatsächlich hin. Vielleicht so 4 bis 5 Millionen würde ich ihr auch damit zuschreiben, ja. Nachdem wir nun ihre drei größten Einnahmequellen analysiert haben, Kruso bin ich kommen auch. Wir nun zu sonstigen Einnahmequellen, über die GF, Bibi nein, im Laufe der Jahre Geschäftsführer weiteres nicht, Geld verdienen nein. konnte. Da wären einmal Amazon-Affiliate-Links, die Bibi in ihre Videobeschreibungen packt und damit ja, auf Produkte auf Amazon verweist. Weiß ich nicht auch mehr, dort das zieht nicht mehr. Schätzen lässt, das zieht nicht mehr so. Kann man höchstwahrscheinlich davon ausgehen, dass sie im Laufe ihrer Karriere vielleicht zwischen damit 300 und 600.000 Euro ja, an Amazon-Provisionen maximal. Eine weitere Einnahmequelle war für Bibi außerdem ihre kurze, aber eindringliche Musikkarriere. Unter dem Künstlernamen Bibi H. brachte sie 2017 nämlich die Single How It Is. Scheiße, Alter, das haben auch wir alle vergessen. Auch wenn der Song in der Community mit 3,1 Millionen Dislikes völlig floppte, erreichte die Single Platz 9 der deutschen Charts. Bei einem Ladenpreis von knapp 5 Euro und 1,29 Euro für den Download der Single aber haben hat viele Bibi daran schätzungsweise 100.000 Euro verdient. Das war, neben den ich glaube, der Universal-Vorschuss muss es gewesen sein. Werbeeinnahmen auf YouTube erhielt sie angeblich weitere 15.000 Euro für ihr Musikvideo. Grund dafür war das Product Placement von Warner Music Deutschland. Mit How okay. It Is setzte sie also 115.000 Euro um. Das hätte man sich sparen können, ne? Eine weitere kuriose Einnahmequelle, die Bibi vor einigen Jahren noch hatte, war außerdem das Bibi-Phone, das sie 2015 ja, zusammen mit der Telekom das auf den Bibi-Phone, Markt brachte. Das Bibi-Phone, I remember, what the fuck? Hier sind zwar keine genauen Zahlen bekannt, allerdings lässt sich davon ausgehen, dass Bibi mit einem niedrigen sechsstelligen Betrag beteiligt wurde. Ich nehme an, das zählt dann zu den Produktplatzierungen. Film- und Fernsehauftritte. Auch hier ist es schwer, an Zahlen heranzukommen. Allerdings sollten diese Einnahmen verglichen mit ihren anderen Projekten zu vernachlässigen sein. Für den Kinofilm Kartoffelsalat, an dem sie neben vielen weiteren YouTubern mitwirkte, verlangte sie beispielsweise gar keine Gage. Dennoch werden auch hier im Laufe der Zeit wahrscheinlich sechsstellige Geldbeträge geflossen sein. Allein ja, durch ihre sonstigen Einnahmequellen, also ihre Musik, das Bibi-Phone, Affiliate-Links und... Der Typ, also die beiden...
haben halt wahrscheinlich auch nochmal krank in Immobilien und Aktien und sowas investiert. Ich habe mir schon oft sagen lassen, dass Julienko ein Fuchs ist, was das angeht. Julienko ist ein ziemlich smarter Guy. Und ich glaube, dass der Bro tatsächlich auch ein Händchen dafür hat. Und Bibi wahrscheinlich natürlich, klar, als Power- und Gesellschafterfrau hier sowieso auch. Ich glaube, die beiden kriegen das ganz gut hin. Das heißt, ich bin mir sicher, dass da auch nochmal ein bisschen was in Investments rausgeholt worden ist mit einer einstelligen guten Rendite wahrscheinlich, ne? Und diverse Gagen wird Bibi somit im Laufe ihrer Zeit zwischen 600.000 und 1 Million Euro verdient. Vermögen vermehren ist einfach als Aufbau. Wenn man alle Einnahmen zusammenrechnet, dürfte Bibi bisher also zwischen 14,8 Millionen und 21,8 Millionen Euro brutto verdient haben. Verdient, ja, ja. Wer auch nur ein grundlegendes Verständnis von Finanzen hat, dem wird aufgefallen sein, dass hier aber zwei Sachen bisher noch nicht berücksichtigt wurden. Kosten und Steuern. Ja, Mann, ich bin ein Boss. Laut eigenen Aussagen hat Bibi bisher nämlich allein für ihre Videos über 250.000 Euro ausgegeben. Ebenso dürften auch Personalkosten für Management, Steuerberatung und sonstiges angefallen sein. Wir gehen somit davon aus, dass sie bisher zwischen 300.000 und 500.000 Euro Kosten für ihre Videos hatte. Der viel größere Kostenpunkt sind für sie aber natürlich die Steuern. Da sie das meiste ihres Geldes im Rahmen einer sogenannten GbR, also einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, mit unsafe. Ihrem Freund Julian verdient und nur ihre Bilou-Gewinne anders besteuert werden, gehen wir daher von einer Steuerlast... Gut, die beiden sind verheiratet, ne? Aber da ist schon viel Vertrauen bei den beiden, da eine GbR zu gründen. Das hätte ich nicht gemacht. ...von ca. 35-40% aus. Netto hat sie im Laufe ihrer Karriere somit wahrscheinlich zwischen 8,58 Millionen und knapp 14 Millionen Euro verdient. Nachdem wir nun ihre normalen Einkommensquellen beleuchtet haben, wollen wir jetzt noch auf andere Vermögenswerte eingehen, okay, die Bibi inzwischen ihr eigen nennen kann. Da wären vor allem das natürlich ihre Immobilien. Das kann sie nicht ihr eigen nennen, das wird finanziert sein. Das wird sicherlich finanziert sein. Vielleicht EK, Eigenkapital zwischen 30 und maximal 60-55% Eigenkapital bei dieser Villa. Kaufpreis für dieses Haus habe ich ja schon mal gesagt, 5,5 bis 6 Millionen wahrscheinlich. Ich weiß, was für ein Haus das ist. Ich kenne das Haus persönlich nicht, aber ich kenne jemanden, der damit zu tun hatte. Das ist, ist ja auch scheißegal. Und das ist ja dann auch nochmal mit einem Kredit abzustottern, ne? Neben der bereits erwähnten Luxusvilla besitzt sie nämlich auch im Stadtgebiet Köln mindestens 3 weitere Wohnungen. Ja. Da sie die meisten dieser Immobilien erst circa ein Jahr lang besitzt, haben diese bisher noch keinen großen Einfluss auf ihr Vermögen. Durch Wertsteigerungen könnten ihre Immobilien ihr bisher aber... Also weiß ich jetzt nicht, Digga. Also die Immobilienpreise in Köln sind seit April nochmal durch die Decke gegangen. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen, Digga. Und das hat uns allen gut geschmeckt, das ist klar. Aber... gefühlt ist die Corona-Krise hier was ganz anderes. Monte ist reicher als Bibi. Monte ist bei Ansatz nicht so reich wie Bibi. Monte macht finanziell gesehen, muss ich ehrlich sagen, einiges falsch. Und Monte ist niemals so reich wie Bibis Beauty Palace. Niemals. Nicht mal ansatzweise. Nicht mal im Ansatz. Dennoch einen kleineren 6-stelligen Vermögenszuwachs beschert haben. Wesentlich interessanter im Hinblick auf ihr Vermögen ist daher Bibis Beteiligung an der GmbH, die Bilou vertreibt. Denn auch diese Firmenanteile könnte Bibi theoretisch verkaufen. Somit sind sie in jedem Fall als vermögenswert anzusehen. Der genaue Wert ihrer Anteile ist dabei natürlich nur zu schätzen. Im Normalfall geht man bei einer Unternehmung in der Größenordnung von Bilou allerdings davon aus, dass das Unternehmen ca. 3-5-mal so viel wert ist wie sein Jahresgewinn. Ja. Bibis Anteile an Bilou dürften somit einen verkäuflichen Wert von ca. 3-5 Millionen Euro haben, der ihrem Vermögen hinzuzufügen ist. Außerdem ist natürlich nicht auszuschließen, dass Bibi auch andere Wertanlagen wie Aktien, Kunstwerke oder Luxusuhren besitzt. Darüber ist öffentlich allerdings nichts Genaues bekannt, sodass... Also, ich sag euch eins, Leute. Ja, wir machen's am Ende. ...dass wir diesen Punkt hier vernachlässigen müssen. Kommen wir nun also zur finalen Schätzung von Bibis Vermögen, jenseits auf die wir der, wahrscheinlich also alle das Vermögen gespannt von Bibi sind. Liegt jenseits Nachdem der 10 Millionen ihre Einkommensquellen in meinen Augen. Zusammengenommen, das ist für mich alle Vermögenswerte berücksichtigt und auch sämtliche Steuern abgezogen haben, lässt sich davon ausgehen, dass Bibis Vermögen höchstwahrscheinlich zwischen 11,58 Millionen und 20 Millionen Euro liegt. Allerdings ist diese Schätzung natürlich nur ein Näherungswert. Ja. Denn so gut wie die Influencerin im Geld anhäufen ist, weiß sie es auch wieder auszugeben. Ja, eben. Ein Flug nach Saint-Tropez im Privatjet, ein schicker Mercedes AMG in der Garage. Im VIP-Leasing, den habe ich auch, das gleiche Auto. Ich fahre haargenau dasselbe Auto. Ich weiß, was es kostet. Das ist genau das gleiche, was ich auch habe. Nur habe ich meinen Spoiler nicht fest eingebaut. Und viele Luxusurlaube jedes Jahr.
Es wäre mit Sicherheit nicht untertrieben, davon auszugehen, dass alleine für solche Dinge bisher mehrere Millionen von Bibis Konto weggegangen sind. Außerdem muss natürlich auch berücksichtigt werden, Monat der Wagen, dass viele der angesprochenen 2,1. Vermögenswerte und Einnahmequellen nicht nur Bibi gehören, sondern ebenso auch ihrem Freund Julian. Benji Ewald verdient das meiste. Wie ihr seht, gibt es also viele unsichere Faktoren, die es unmöglich machen, eine genaue Angabe über Bibis Vermögen zu machen. Ich red gleich Allerdings mal, dürfte Leute, spätestens wartet. Jetzt auch jedem klar sein, dass die YouTuberin es trotz ihres jungen Alters schon sie hat's auf jeden Fall krank geschafft. Ein riesiges Beauty-Palette. Nicht schlecht, nicht schlechtes Video, also eindrucksvoll auf jeden Fall.